Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Sonne. Richtig, so heißt das Spiel. Und heute geht es auf in die Pokémon-Liga. Die Frage ist, kämpfen die so, wie sie auch am Anfang gekommen sind? Da möchte ich schon dich gerne vorne haben. Jedes Teammitglied brauche ich und wo eine Herzschippe gibt, ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, trotzdem, wir gehen jetzt zur Pokémon-Liga. Ich kann mal der Professor auch noch was zu sagen. Das ist aber eine schöne Umgebung hier mit diesen Eiskristallen. Schön. Gefällt mir richtig gut. Da ist der Professor. Ich gratuliere, du hast es bis hierher geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert, selbst die großen Prüfungen. Was für eine fantastische Leistung. Vielen Dank. Sieh nicht kalt. Da muss ich glatt daran zurückdenken, wie du deinen Partner ausgewählt hast. Dann wartet auf dich eigentlich nur noch eine Herausforderung, die Pokémon-Liga. Darauf kannst du dich dann schon mal freuen. Der Mount Lanakila war seit jener der Ort, an dem der Abschluss der Inselmeisterschaft feierlich begangen wurde. Unserem legendären Pokémon zu ehren, haben wir uns darüber hinaus dazu entschlossen, unsere Pokémon-Liga hier oben zu gründen, so nah dem Himmel wie nur irgendwie möglich. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kämpfte in die Goblateau vor dem Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos und war selbst drauf und dran, die Top 4 herauszufordern, also Lorelei, Bruno, Agathe und Siegfried. Was haben mein Team und ich nur einschrecken müssen bei den Arenaleitern in Kanto? Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben. Sie haben mir ganzes Herz mit jeder einzelnen Attacke geschreckt. Dieser eine Trainer mit dem Umgang und den Drachenattacken hatte mich am Rande einer... Oh, Entschuldigung. Ich will dich jetzt nicht mit meinen alten Geschichten langweilen, die Siegfried mir zugesetzt hat. Geh einfach hinein. Aber sei auf alles vorbereitet, hörst du? Und da erst einmal drin bist, musst du das auch bis zum Schluss durchziehen. Die hat Style. Also das von außen hat die Style. Okay, die beiden Astreller lassen mich durch. Boah, ist das geil. Nicht 3, nicht 5, sondern 4 und noch nicht 2. 4 Herausforderungen erwarten dich. In die Region gehen an der Spitze der Pokémon-Liga 4 irre starke Trainer. Die sogenannten Top 4. Also habe ich auch 4 Trainer auserkoren, die ersten Top 4 von Alola zu werden. Und du musst jeden von ihnen besiegen. Erst dann darfst du wieder nach draußen. Außer natürlich, du verlierst mittendrin. Klingt großartig. So ist gut. Wenn du nervös wirst, überträgst du das sonst auch auf deine Pokémon. Du machst das schon. Bleib locker. Ich erwarte spannende Pokémon-Kämpfe mit starken Attacken. Eine heftiger als die andere. Viel Glück, Philipp und Simsala. Ich das eher gewusst. Okay, ich darf mir das frei aussuchen. Fangen wir links an. Okay, Kampf. Kampf. Darauf bin ich vorbereitet. Gleich erlebst du wahre Nervenkitzel. Schade, warum muss ich noch zu dem hingehen? Das wäre jetzt epischer gewesen, wenn du hier stehen geblieben wärst und der Kampf hätte begonnen. Ja, das wäre richtig episch gewesen. Ich bin aller Inselkönig und Mitglied der Top 4 gleichermaßen. Ich glaube ja nicht, dass ich auf dich Rücksicht nehmen werde. Ja, genau, dass man da schon steht. Top 4, Halla, fordert dich heraus. Hayama! Gedankengut oder Angriff? Ich bin für den Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung! Für Hariyama, der Todesstoß. 1:0 für den Herausforderer. Ein Rasaf. Nein, da bleiben wir auf jeden Fall bei Simsala. Das Simsala wird auch hier schneller sein. Ein Rasaf. Was? Drachenattacke, Wutanfall!
Bin ja nicht blöd. Stan! Und die Mondgewalt. Das ist fies. Ganz Wutanfall auskontern. Die Mondgewalt haut dich platt. Ja. So ist es auch. Gravel. Hört sich nach Flug an. Flugkampf. Wasserkampf? Auf jeden Fall Kampf. Und ich bin auch schneller. Was solltet ihr zu denken geben? Schreibt das mal bitte in die Kommentare, was für ein Typ das ist. Oh, das ist die Weiterentwicklung. Dann ist es Wasserkampf. Kostur so? Kostur? Achso, das ist das. Kampf normal. Mondgewalt. Ich wusste gar nicht, dass der denn so schnell ist hier. Und alles ausnockt, was ihm im Weg steht. Ja. Inselkönig, Allah, du bist keine Herausforderung für mich. Ein Quappo. Gut, da wäre jetzt rein schon ideal, ne? Aber Quappo ist auch nicht schnell. Aber wie ich ihn kenne, macht er dann gleich seine Z-Kraft, falls er dazu überhaupt nochmal kommen mag. Ja, er kommt nochmal. Überroller! Ist sogar richtig geil animiert. Ich mach die Wasserdüse. Okay, ganz vergessen. Ah, oh, okay. Gut, dass das jetzt kommt. Und ich im Nachhinein. Nochmal die fette Mondgewalt. Von dem, wo absorbiert der jetzt Wasser? Vom Überroller überrollt. Wer kennt den Spruch nicht? Aber der ist ja nicht schneller, ne? Ne, das ist immer die Top-Genesung ein. Okay. Das geht natürlich auf die APs. Nochmal die Mondgewalt. Okay, das war jetzt mal deutlich weniger. Ne, er ist nicht schneller. Deswegen hat er noch nicht die Z-Attacke kommt. Und der Quappo ist auch down. Und Kirsty, jawoll. Hala, ich konnte mir einen guten Eindruck davon verschaffen, wie stark dich deine Inselmannschaft gemacht hat. Dankeschön. Du warst auch nicht stark mit deinem Kampf-Pokémon. Kampf ist sehr anfällig. Etwas Revolutionäres kann nur entstehen, wenn man das Neue mit dem Alten feind. Und in unserem Kampf eben Jung gegen Alt. Da spüre ich förmlich die Revolution. Und ich spüre hier einen weiteren Sieg für mich. Ich wollte gerade sagen, da komme ich bestimmt raus. Okay. Also da hat man sich echt Mühe mitgegeben. So. Limonade macht 70. Erstmal muss ich jemanden wiederbeleben. Das fängt ja damit schon an, ne? Na gut, dann kann ich auch Dings benutzen. Die Limonade oder den Supertrank. Ja, komm, die paar KPs. Komm, bei Stan. Ach komm, die paar KPs, wie gesagt, das ist nicht so wild. Boah, was war der zweite? Was hat der zweite gehabt? Der letzte hat Boden. Oh, die war schwer. Boden war nochmal eine Ecke schwer. Das war der zweite? Was hat der zweite gehabt? Gestein. Okay. Ja, man kann es nachgucken. Man kann ja ganz fies sein, man kann es nachgucken. Oh Gott, gegen Gestein habe ich auch meine Probleme. Da hilft mir nur Stan. Gestein ist scheiße. Ja, das Gestein ist richtig scheiße. Gestein, stimmt. Man kann es ja nachgucken. Man guckt einfach die Z-Steine nach. Dann weiß man es eigentlich. Jetzt hätte der Kampf wieder beginnen dürfen. Stimmt. Was war die dritte? Der dritte war Unlicht.
Unicht und Boden. Okay. Unicht ist auch, Unicht ist auch scheiße. Obwohl. Ich bin hier mit Stan überall im Vorteil, merke ich gerade. In jedem Kampf habe ich mit Stan einen Vorteil. Steinwasser. Dann kommt Unicht mit Fee. Ja. Okay, Relikan ist jetzt nicht ganz so toll. Dafür pflanze besser. Aber sogar habe ich überall Vorteile mit ihm. Ja. So gesehen. Nein. Du machst mich schläfrig. Das geht gar nicht, Relikant. Ja gut, Geschein mit Raichu. Das tut sich eigentlich nicht gut, aber ich will, dass der Gainer nicht wirkt. Ach komm, hau ihn down. Ja. Donnerblitz! Das ist weg. Du magst es nur eine Pen. Oh shit, das ist Elektro-Gestein. Oh Gott, das ist ja beides scheiße. Ja komm, scheiß drauf. Auch wenn du so süß schläfst. Boah, scheiße. Ja, Gestein Elektro. Doch, ne? Gestein Elektro, oder? Oder irre ich mich da jetzt komplett? Oder nur Gestein? Hm? Egal, wir hauen es platt. Da muss ich mir keine Gedanken darüber machen. Ich glaube eigentlich nur Gestein. Nee. Wenn du Donnerwelle kannst, nicht. Nee, ich glaube nur Gestein. Ich glaube nur Gestein mit Juwelenkraft. Ist speziell. Kann ich gut einstecken. Von daher ist mir das egal. Du lebst noch. Warum eigentlich? Man muss es ein bisschen cleverer machen hier. Nein, kein Sandsturm. Das ist gemein bei Gestein. Das ist saumäßig gemein. Das ist saumäßig gemein. Weil das die Spezialverteidigung erhöht. Deswegen. Wasserdüse. Und die nächste Juwelenkraft. Okay, wir setzen eine Top-Genesung ein. Die ist schon ein bisschen härter drauf. Paralyse und dann noch KP. Das ist das Geile daran. Das Problem ist, das ist schneller als ich. Ich muss auf die Priorität gehen. Also auf die Wasserdüse. Und da die Spezialverteidigung um 50% erhöht ist, kann ich nur so ganz langsam schwächen. Okay, Stan hält nicht viel aus. Okay, keine Heilung. Diesmal nur einmal geheilt. Das ist bestimmt das Pokémon aus dem Laden gewesen. Jawohl, danke. Gio, was? Das ist jetzt aber noch Elektro als Typ dazu. Ja. Aber der spezielle Bereich ist Katastrophe bei Geowatz. Das sollte reichen. Ja. Eine Robustheit. Ein Donnerschlag. Oh, der Angriff ist extrem hoch. Knogger sollte auch schneller sein. 85.
Kann ich auch ganz... Gegen 88. Ja, du solltest schneller sein. Christy. Kann ich mir mit der Nitro-Ladung boosten? Ja, sauber. Hat ja nur noch ein KP, von daher kann ich es machen. Ich wollte gerade sagen, ein geschenkter Boost eigentlich. Ein was kommt da? Ist das dieser Wolf, oder? Ja, genau den meinte ich. Scheiße. Wenn man den Frustkampf war. Ich bin gefrustet! Okay, der hält auch was aus. Ja, Geschein. Ja, die Scheinpresse. Tschüss! Tschüss! Yo, bam, und runter mit dem Felsen. Aua. Da hilft selbst die beste Verteidigung nicht. Reitschuh wäre sinnlos. Hast du noch Mogelhieb? Nee. Ja, komm, ich bring mal Lars ran, auch wenn es nicht viel Sinn macht. Weil ich glaube, er ist immer noch schneller. Ne, okay, ich bin schneller. Die Steinkante, okay. Es geht. Dann, ja gut, ich hoffe, dass er zurückschreckt eigentlich mit dem Biss. Das ist Plan A. Genau das und bla bla, er trifft mit der Steinkante nicht. Wenn er darauf weiterhin geht. Nice! So habe ich das gerne. Ist auch ein Quid, wäre nice. Aber der hat noch Beleber und Top-Genesung. Scheint es aber nicht einzusetzen, okay. Für den lieben Lars auch ein Level Up. Das ist doch dieses Geschein. Dieses kleine. Ja. Das ist effektiv. Und der Rest nicht. Juwelenkraft. Fee. Ja, genau. Fee-Geschein. Danke für die Hilfe. Ach, du pennst ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Okay, Aaron. Du musst was reißen. Mit deiner Psychokinese. Okay, der Reflektor interessiert mich jetzt herzlich wenig. Das war eigentlich verschenkter Zug von ihr. Nächste Psychokinese. Mondgewalt. Uah. Eigentlich hat das keinen hohen Angriff. Ja, so sieht's auch. So sieht's auch aus. Warum muss ich meinen Spezialangriff denken? Warum? Nächste Mondgewalt, okay. Vorher heile ich mich nochmal mit Genesung. Und danach hauen wir das platt. Boah, jetzt mein Spezialangriff wird wieder nicht gesunken. Jo, danke. Jetzt habe ich plus minus null. Psycho, da habe ich Step drauf. Das reicht. Danke für den wunderschönen Kampf. Okay, den Quitter, die ist, glaube ich, nicht gebraucht. Kampf gewonnen. Und ein Level up. Vielen Dank. Und Licht wird schwer, ey. Hohoho. Und ich, da habe ich, da graut's mir vor. Und ich wird nicht ohne. Hm, du wirkst so viel reifer als bei unserem ersten Treffen auf Akala. Du hast auf deiner Insel waren wohl einige wertvolle Erfahrungen gesammelt. Hm? Gut, dann setze ich jetzt einen Siegeszug fort.
Und damit haben wir auch den zweiten der Top 4 geschlagen. Okay, einmal ein Beutel bitte. Einmal. Also, das kann ich, also man kann hier gucken, Skyn. Danach kam Elektro, das war dann da oben. Skal hat man geschenkt bekommen. Dann war man auf den Weg und dann kam Geist. Da man das unbesiegt und dann kam Käfer, das hat man gefunden. Und dann kam Unlicht. Richtig. Man kann also genau gucken, wer kommt. Das ist das Schöne daran. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also, wenn ihr das nicht wisst, nachgucken. Ne, Top-Beleber will ich nicht einsetzen. Das ist mir zu schade. Top-Beleber lieber dann im Kampf. Wenn es wirklich drauf ankommt. Also. Unlicht ist als nächstes dran. Das bedeutet für mich nur eins. Hypertränke. Einmal. Zweimal. Unlicht ist ein Typ. Da habe ich auch nur den Stan, ja. Ja, es ist... Ach, du schläfst ja noch, genau. Warte mal, oh, geh mal auf, Raichu. Danke. Der hilft mir gar nicht, Raichu, gar nichts. Der war nicht, der war schon nicht ohne damals. Da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. Der war nicht ohne.